Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Im heutigen Video geht es um das Thema Potenzgesetze, Exponent gleich 0. Wir haben hier das Beispiel a hoch 0, wobei der Exponent gleich 0 ist und das Ergebnis von a hoch 0 ist gleich 1. Dabei ist es wichtig zu bedenken, dass die Basis a ungleich 0 sein muss. Das heißt, a darf in dem Fall nicht 0 sein, denn 0 hoch 0 ist undefiniert. Ob die Basis jetzt a oder x heißt, spielt keine Rolle, denn auch x hoch 0 gibt gleich wieder 1. Ich möchte gerne jetzt auf der nächsten Seite zeigen, warum a hoch 0 gleich das Ergebnis von 1 hat. Schreiben wir wieder den Fall oder das Beispiel auf. A hoch 0 ist gleich 1. Wichtig dabei, a ungleich 0. Das würde ich wirklich immer wieder oder jedes Mal notieren. Dann schreiben wir das Ganze um, denn a hoch 0 ist das gleiche wie a hoch 1 minus 1. 1 minus 1 hat den gleichen Wert wie 0, deswegen dürfen wir das Ganze auch so umschreiben, denn a hoch 0 ist das gleiche wie a hoch 1 minus 1. Warum machen wir das Ganze? Wenn wir die gleiche Basis haben, also in dem Fall a und dann im Exponent 1 minus 1, dann dürfen wir das Ganze auch auseinanderziehen bzw. trennen und erhalten dann a hoch 1 mal a hoch minus 1. Hier haben wir dann wieder ein weiteres Potenzgesetz. Das möchte ich euch gerne markieren, denn a hoch minus 1 ist das gleiche wie a hoch minus n. Das ist jetzt die Formelschreibweise und wir dürfen dann, wenn der Exponent negativ ist, das Ganze auch als Bruch schreiben. Dabei ist dann die Basis im Nenner unten und wir schreiben dann einfach den Exponenten ohne negatives Vorzeichen auch in den Nenner. Hierbei ist es auch wichtig zu beachten, dass a ungleich 0 ist, denn wir dürfen nicht durch 0 teilen. Probiert das Ganze mal gerne in den Taschenrechner einzugeben, 1 geteilt durch 0, dann solltet ihr die Fehlermeldung Error erhalten. Warum haben wir jetzt das Ganze gemacht? Wir schreiben jetzt einfach hier a hoch 1 wieder ab und anstelle a hoch minus 1 schreiben wir 1 durch a hoch 1 und das ist ja das gleiche wie a geteilt durch a und a geteilt durch a ist gleich 1. Und somit haben wir die Schritte gezeigt, warum a hoch 0 gleich 1 ist. Ich hoffe, dieses Video hilft euch weiter. Für weitere Themenwünsche oder Fragen nutzt bitte gerne die Kommentarfunktion. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.